So, vielen Dank, Siranus. Die natürlich er hat eine niedrige DSL-Leitung, deswegen stand das Bild. Und aber eben, ich fand das einfach auch sehr schön. Okay. Ja, vielen Dank für alle Beiträge überhaupt. So, wir sind, wenn jemand jetzt anrufen möchte oder Fragen hat, Samin hat noch etwas geschrieben, ich kann lesen, was die anderen geschrieben haben, aber für mich ist vielleicht interessant, welche Menschen interessieren sich an diesem Thema und vielleicht, wenn du sagen möchtest, was du machst oder Erfahrungen von deinem Leben, ja. Oder wie könntest du mit Hypnose, mit diesem Thema Sucht einfach auch arbeiten? Mit dem Thema Hypnose und Sucht arbeiten kann ich offiziell gar nicht, weil ich kein Therapeut bin. Ja, also ich kann über Süchte reden und über die Entstehung der Süchte, soweit ich es weiß und kann. Aber ich darf es ja nicht behandeln als Nicht-Therapeut. Ja. Und wie gesagt, ich kann das mit energetischen Behandlungen, ich kann das mit der Quantenheilung, wie man es nennt, nach Kinslow und Bartlett, kann ich schauen, gibt es da etwas, was ich auflösen kann in der Vergangenheit, weil wir werden ja alle geprägt von Suggestionen, von Glaubenssätzen. Als Kind ja schon bekommt man gewisse Glaubenssätze eingeprägt, nach denen man sein Leben dann gestaltet. Und irgendwann wird einem das klar, Mensch, du lebst ja das, was man dir früher gesagt hat. Das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und da geht man in dieser Quantenheilung auch ran, um diese Glaubenssätze loszulassen, zu löschen, dass sie nicht mehr existent sind. Ja, und oftmals ist schon nach 2, 3 Behandlungen spürt man schon oder stellt auch der Klient dann fest, wow, mir geht es schon wesentlich besser. Und das Problem ist ja auf einmal weg und das ist nicht mehr da. Ich kann das und das wieder tun, was ich vorher nicht konnte. Und deswegen hatte ich es am Anfang der Sendung gesagt, es sind oftmals ganz einfache Wege, wie man Menschen helfen kann, aus seinen Ängsten, Krankheiten oder Süchten sogar rauszukommen. Ja, muss man nicht immer ein halbes Jahr auf Therapie gehen. Ja, ich denke, also natürlich die bestimmte Mafia-Organisation haben das Wort Behandlung besetzt, aber für mich ist einfach jeder, der einen Sportverein hat, hilft. Jeder Gaststätteninhaber, der ein Gespräch hat, hilft oder gibt Hilfestellungen. Wir sind nächste Woche bei CEO Steinberger, der mit Jugendlichen arbeitet. Wir werden in Rosenheim, also 2 große Veranstaltungen, einfach auch live senden. Und mit dem Thema Sucht kann jeder, darf jeder arbeiten. Ne? Jeder nennt es anders. Einer nennt es Eisverkäufer. Der andere nennt es einfach auch, ich mache Musik und dadurch kannst du dich abtanzen. Beratung kann jeder, vielleicht man sollte einfach die besetzten Worte nicht benutzen. Behandeln, weiß ich nicht, was es bedeutet. Ne? Deswegen, wenn man das Wort braucht man nicht zu sagen, aber sonst diese Angst, in Konkurrenz zu treten, für mich ist wichtig einfach, dass jeder Mensch hat eine Lebensweisheit und jeder sowieso in der Wirtschaft wirkt auf die anderen, jeder Zeitschrift. Wenn ich denke, dass alle
arbeiten, alle nutzen die Sucht aus. Alle Zeitschriften, diese Abmagerungskuren oder diese ganzen Sachen. Ja, warum ist das, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt? So jede Werbung in Bezug auf Suchtmittel, was jeder Fernsehsender macht, süchtig auch. Also ich verstehe nicht, warum man da nicht arbeiten kann. In der freien Wirtschaft, in der freien Welt darf jeder wirken. Nur ich empfehle das nicht so zu nennen wie die Manipulations- und Reparaturmedizin das macht, sondern es anders zu nennen. Und ich denke, jeder Künstler, jeder Maler, jeder Musiker, jeder Therapeut, jeder Lehrer, jeder Arzt, der wirkt, der arbeitet auch in diesem Sinne. Ja. Gut. Ja, ich würde noch kurz da was zu sagen wollen. Es hat ja schon seine Richtigkeit, wenn man sagt, du bist kein Arzt, du bist kein Heilpraktiker, du darfst das und das nicht tun, weil es wird ja auch viel Schindluder getrieben, wie man es so schön nennt. Ja, und man hat natürlich auch seine Möglichkeiten, trotzdem zu helfen, auch wenn man jetzt das nicht Behandlung nennen darf oder auch gar nicht behandeln darf an sich, weil es ist einfach schon zu viel passiert und von daher kann ich es verstehen. Und ich bin auch froh, dass es immer mehr Ärzte gibt, die sich für diese Themen ja auch interessieren. Ja, und da kann man den Ärzten auch gar keinen Vorwurf machen, weil das wird ja nicht, im Studium wird es ihnen ja nicht so beigebracht, anders zu denken eventuell oder anderes zuzulassen. Ja, das ist ja vorgegeben an den Universitäten, was wird gelehrt, was ist Programm. Und genau das kommt rüber. Und so leben natürlich dann die neuen Ärzte und viel, was auch immer. Ja. Und es gibt auch ganz klare Gerichtsurteile, wo es heißt, das darfst du, hältst du dich nicht an diese Regel, kann es teuer werden oder vielleicht sogar Gefängnis. Und darauf hat ja nicht wirklich jemand Lust. Ja. Und deswegen denke ich, sollten wir uns auch an die Spielregeln halten und man erzielt ja trotzdem Ergebnisse. Ja, sonst würden ja die Klienten nicht mehr kommen und sagen, okay, der darf mich nicht behandeln, kann er mir auch nicht helfen. So ist es ja nicht. Die Leute kommen ja oftmals, weil die, die behandeln dürfen, nicht mehr helfen konnten. Und da bin ich über jeden froh, den ich dann helfen kann. Ja, weil der hat woanders keine Hilfe bekommen können und von daher ist jeder Einzelne, den ich helfen konnte, schon mal ein Gewinn. Ja, das ist meine Einstellung dazu. Ich denke, wir sind in vielen Bereichen frei. Für mich, ich erkenne nicht die Autorität von irgendjemand, sich mit Sucht auszukennen. Als freier Bürger sage ich, es gibt keine Wissenschaft, deswegen sind wir einfach auch hier. Es gibt Spielregeln und ich weiß, dass die Deutschen Angst haben, rebellisch zu sein. Ne? Einige haben das gemacht und das war nicht einfach. Aber ich glaube schon, dass wir uns zusammentun können. Niemand hat, kein Therapeut hat die Autorität und die Kompetenz, mit Sucht zu arbeiten. Ich weiß, kein Arzt ist kompetent, der diese Ausbildung hat, um mit Sucht zu arbeiten. Für mich gibt es niemand, der nicht mal eine Definition von Sucht hat. Deswegen, man sollte das vielleicht so machen, dass jeder, der mit Sucht arbeitet, sollte zuerst eine Definition geben. Es gibt keine Definition für Gesundheit. Frag mal den Gesundheitsminister, was Gesundheit ist. Die wissen das nicht. Also ich erkenne als freier Bürger jegliche Autorität ab, Therapeuten, Ärzte und so weiter, ein Verständnis, ein ganzheitliches Verständnis von Sucht ab. Und das heißt, für mich sollte verboten werden, für alle, die nicht in eine Schule sich zusammentun und richtige Erkenntnisse erlangen, was Sucht ist, wo man richtig nicht nur die negative Seite sieht, sondern ganzheitlich sieht, ich würde dafür gehen, das zu verbieten, sondern Hilfestellungen im Bereich Talentfindung, Hilfestellung im Bereich Sport. So, wir haben für Kickoff-Sendungen gemacht, für Sportveranstaltungen, Hilfestellungen, so wie es hier Erd und Mensch Steinberger macht im Bereich
Kunst. Ne? Alle Jugendlichen, die Drogen genommen haben, die spielen jetzt Musik, die machen das und jenes. Und für mich sind das die Einzigen, die berechtigt sind, die helfen, sich Therapeuten. Ich würde das Wort Therapeut ist sowieso ein bisschen was, Therapeut und so. Aber diese Leute gebe ich die Kompetenz, mit Sucht zu arbeiten. Aber alle klassische anderen, die haben, die wissen nichts davon. Individuell, persönlich schon. Aber für mich in der Ausbildung zum Therapeut, ich erkenne jegliche Kompetenz im Bereich Sucht ab. Und ich kann jeden auf die Probe stellen, ob er zum Beispiel mir oder jemand anderen helfen kann in diesem Bereich. Und das ist für mich nicht ein Urteil, sondern eine Einladung. Mensch, die Welt ist schön, die Menschen sind schön. Das Leben ist schön. Wollen wir nicht ein ganzheitliches, Menschen auf den Menschen gerichtete Systeme entwickeln? Und diese ganzen Mafia-Organisationen, die sind nur da, weil wir dies einfach auch nicht tun. Ne? Und die Sprache in dieser Sache ist nur eine kleine Sprachänderung. Und ich kann es auch Sport nennen, ich kann Kulturveranstaltungen nennen. Ne? Und ich kann jedem helfen, wenn ich Kompetenzen entwickle, einfach auch mit Genuss. Ne? So viele machen das sowieso, so viele organisieren schöne Kochsendungen oder Genussessens zusammen oder trinken oder genießt den Schnaps. Ne? Oder diese Rauchen, diese türkische Wasserpfeifen und so. Ne? Ich denke, dass alles schon irgendwie da auch hilft. Ne? Gut. Ja, dann, ich glaube, dann einfach auch die, das ist genug für heute. Ne? Auch wenn ich jetzt noch neugierig geblieben bin, aber was soll's. Gut, morgen sind da weitere Menschen, einfach die kommen werden, können noch welche dazukommen. Danke an alle, die mitgemacht haben. Die Texte können wir morgen lesen, weil Sabine ist schon weg. Die Meisterin hat sich schon zurückgezogen. Wir gehen jetzt ein bisschen unsere Süchte genießen, ein bisschen Schnaps trinken oder Zigarette rauchen oder exzessives Lieben. Und wir bedanken uns sehr für alle, bei allen Zuschauern, die diese Sendung mitgestaltet haben. Für mich gibt es nicht einfach nur Zuschauer. Das war mal. Alles, was du denkst, was sie denken, beeinflusst die ganze Erde. Und diese Jahre, dieses und nächstes Jahr und so weiter, sind einfach die Jahre, wo wir spüren werden, dass wir eine Entscheidung treffen sollen. Bin ich kreativ? Bin ich passiv? Schade ich den Ganzen und vor allem mir selbst. Das heißt, für alle, die nicht den eigenen Weg gehen, es wird wehtun die nächste Zeit. Richte dich, deine Kompetenzen zu leben, deinen Weg zu gehen. Die Zeit der Reptilien oder und so ist zu Ende. Neue Zeiten fangen an. Und es muss nicht wehtun. Es müssen nicht Katastrophen geschehen. Aber die Rettung der Erde, den Missbrauch ist nur zu bekämpfen, wenn jeder die eigene Verantwortung übernimmt. Egal was geschieht, wir tun dies und wir stellen einfach täglich auf 35 Kanälen Menschen vor, die dies einfach auch leben. Deswegen richte dich darauf ein, das eigene Leben leben, die eigene Schönheit, Weisheit erkennen und weitergeben. Das ist der einzige Weg, der uns Stille und Ruhe gibt. Dankeschön. Wo ist der Applaus?
Ich sende jetzt so gut wie es geht die Wiederholungen von heute. Ne? Man lernt noch, ne? Was man.